Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video will ich dir etwas erzählen zum Thema Temperaturregulation in der Atmosphäre, also in der Meteorologie und beim Menschen. Da sind mir nämlich in den letzten Tagen ein paar Dinge klar geworden, wo ich dachte, die sind doch ganz interessant. Es bedeutet nicht ganz ausdrücklich, dass ich jetzt hier sage, das eine hängt mit dem anderen kausal zusammen. Mir geht es vielmehr darum, im Sinne der hermetischen Gesetze, wir erleben etwas im Großen, sprich in der Erde, in der Geophysik, und wir erleben etwas beim Menschen, sozusagen im kleinen System. Und im Laufe dieses Videos wirst du verstehen, wie das eine und das andere doch sich vielleicht gegenseitig befruchten kann. Und warum das vielleicht doch sinnvoll sein kann, einmal einen solchen Gedankengang anzustellen, das werde ich dir am Ende verraten. Ja, mein Name ist Markus Peters. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und seit vielen Jahren schwerpunktmäßig unterwegs mit dem Thema ganzheitliche Herzheilkunde. Das heißt, mir geht es um die körperliche, seelische und spirituelle Herzensgesundheit. Diese biete ich an in meiner Praxis Herztherapie Nord als auch in meiner Online-Akademie der Herzerklärer. Nun, in diesem Video heute wird es jetzt mal gar nicht so sehr um das Herz gehen, sondern es geht mir um das Thema Thermoregulation. Und da sind mir einige Dinge aufgefallen, die ich hiermit einmal mit dir teilen will. Ja, ich habe dafür eine PowerPoint vorbereitet. Fangen wir an. So, wir haben hier einmal ein solches Bild einer Landschaft in den Bergen. Und wir betrachten jetzt zunächst einmal die Situation im Sommer. Im Sommer haben wir oben in den Bergen kühlere Luft und unten wärmere Luft. Das kennen wir. Wenn wir einen Berg hinaufwandern, wird es immer kühler. Und da die kühlere Luft, die höheren Luftschichten in der Regel leichter vorherzusagen sind, stabiler sind, werden diese häufig genommen auch für die Wettervorhersagen, zum Beispiel die Höhe 850 Hektopascal, das ist in etwa 1500 Höhenmeter. Und dann wird von da aus sozusagen runtergerechnet, welche Temperatur wir dann am Erdboden haben. Jetzt beispielsweise hier für uns in Norddeutschland. Und da können wir dann im Sommer gut und gerne 15 Grad dazu schlagen. Also wenn wir meinetwegen 15 Grad in 1500 Meter Höhe haben, dann werden wir im Juni oder im Juli am Erdboden ca. 30 Grad haben. Im Winter ist das nicht so. Und genau diese Umstellung findet jetzt statt in diesen Tagen, wo ich dieses Video aufnehme und hochladen werde, nämlich September, Oktober. Da findet sozusagen der Umschwung statt von der sommerlichen Wetterlage zur winterlichen Wetterlage. Was bedeutet das? Im Winter haben wir nämlich dann die warme Luft oben und die kalte Luft unten. Wir nennen das in der Meteorologie eine Inversionswetterlage. Und diese Inversionswetterlage bedeutet, dass wir jetzt eine Situation vorfinden werden, wo eben diese kalte, schwere Luft in der Tiefe ist und darüber hat sich die warme Luft drüber gelegt. Und das hat Konsequenzen und die sind interessant. Es findet nämlich jetzt keine Durchmischung mehr statt. Ja, also das ist ganz schwer, diese kalte Luft sozusagen zu erwärmen, erst recht, wenn sich Nebel gebildet hat. Wir gehen jetzt in die Jahreszeit hinein, wo wir viel Nebel haben in Tälern, in Flussauen, bei Seen. Zum Beispiel heute Morgen am Bordesholmer See war auch über dem See eine Nebel, lag da über dem See. Ja, also das ist sozusagen dann der nächste Schritt. Wir haben eben keine Durchmischung und wir haben Nebelbildung. Und das war so ein Gedanke, wo ich mir dachte, Mensch, das ist ja interessant, weil im Frühjahr kippt das auch wieder. Dann stellt sich wieder die eingangs dargestellte Situation ein. Aber jetzt im Winter haben wir eben sehr häufig diese sogenannte Inversionswetterlage. Warme Luft oben, kalte Luft unten. Oder mit anderen Worten, es ist im Grunde so, wie dass die Wärme vom Erdboden nach oben aufgestiegen ist. Was meine ich damit? Ich meine damit folgendes Phänomen.
Du kennst das vielleicht, vor allen Dingen, wenn du vielleicht auch selber ein Grundstück hast, wo du dafür sorgen musst, dass im Winter der geräumt sein muss von Schnee. Und stell dir vor, wir haben jetzt so eine Situation, wo jetzt auf den Gehwegplatten festgebappter Schnee ist, ja, der so richtig schön festgetreten ist und man kommt da schier nicht durch, um den wegzuräumen. Es wird in dem Moment einfach, wo irgendwo sich Löcher gebildet haben im Schnee, wo jetzt, wenn die Sonne scheint, das ist die Voraussetzung, wo jetzt die Sonne die Gehwegplatten erwärmen kann. Ich habe das früher in der entsprechenden Wohnsituation so gemacht, dass ich versucht habe, wirklich mit aller Kraft da ein paar Löcher reinzukriegen, weil ich wusste, wenn erstmal an einigen Stellen die Gehwegplatten die Wärme aufnehmen und sich aufheizen, dann wird das immer leichter, auch die anderen Bereiche von Schnee zu befreien. Da muss man nach ein paar Stunden wiederkommen und dann kann dann viel einfacher den Schnee wegnehmen, den also festgebappten Schnee. Also es ist im Grunde wie so ein Atemvorgang, den wir hier haben. Ja, also ein Atemvorgang. Die Sonne erwärmt die Erde, den Erdboden. Diese Wärme steigt auf und kühlt sich ab. So ist die Situation im Sommer. Und im Winter findet diese Erwärmung von unten nicht mehr so richtig statt, weil die Sonnenstrahlen auch nicht mehr bis zum Erdboden hinein vordringen können, beziehungsweise die Sonne vielleicht auch viel zu kurz scheint, auch gar nicht scheint, dort Gewässer sind, wo es kühl ist und so weiter, findet sozusagen diese Erwärmung von unten nicht mehr statt. Ja, ist jetzt, das weiß ich, meteorologisch nicht ganz korrekt, was ich gesagt habe. Ich versuche das jetzt hier mehr in einem Bild zu halten. Okay. Vor vielen Jahren stieß ich in einem sehr interessanten Buch auf eine Darstellung von einem meiner großen Lehrer in der Medizin, und zwar von Ludger Simon in diesem Buch Wege zur Erkenntnis der Heilpflanzen. Und hier finden wir auf Seite 187 folgende Abbildung, und die möchte ich mir einmal genauer anschauen. Und zwar haben wir hier einmal dargestellt die Situation am Morgen, wenn wir aufwachen. Wenn wir am Morgen aufwachen, dann sind die Extremitäten kalt, ja, und die Körperkerntemperatur, die ist hoch. Ich selber bin zum Beispiel jemand, ich bin eigentlich immer zu warm, wenn ich im Bett liege, ja. Also ich schlafe nach Möglichkeit mit Fenster ganz weit auf, um irgendwie meine Wärme loszuwerden. Aber gegen Morgen brauche ich eine warme Decke über mir, weil ich einfach von innen heraus anfange zu frieren. Also, und jetzt beginnt wie von innen, vom Zentrum her, ein erneutes Erwärmen und in der Wärme Ergreifen des Organismus. Und dann haben wir mittags, nachmittags sozusagen eine wohlige Durchwärmung des gesamten Organismus. Und am Abend, das ist dieses Bild hier, ist jetzt die Peripherie sehr warm, ja. Und dann in der Nacht geht sozusagen die Wärme in die Peripherie verloren, ja, bevor dann wieder in den Morgenstunden von innen heraus erneut die Wärme gebildet wird. Mit anderen Worten, innerhalb von 24 Stunden haben wir in etwa folgende Geste. Die Wärme bildet sich, wir reden hier von einigen Zehntel Grad Unterschied, ja, so, aber trotzdem. Wir haben die Wärme hier, sie breitet sich aus über den gesamten Organismus, die nächsten Stunden nach dem Aufwachen. Sie geht bis ganz in die Peripherie hinein, am Nachmittag, in den Abendstunden. Und in der Nacht hinein verflüchtigt sich die Wärme in die Umgebung, bevor dann mit dem Aufwachen am nächsten Tag die Wärme erneut vom Zentrum wieder anfängt, den Körper zu ergreifen. Ja, und das ist so etwas, wo mir dann auf einmal so klar wurde, wie ich jetzt draußen in der Natur unterwegs war. Und zwar, wenn ich ja draußen bin, dann denke ich nach über alles Mögliche, über Gott und die Welt, über meine Patienten und so. Und für mich ist der Aufenthalt in der Natur aber auch immer ein Prozess, wie ihn Paracelsus beschreibt. Der Arzt muss durch der Natur Examen gehen. Und auch im Sinne der hermetischen Gesetze, die ich eingangs erwähnt habe. Ja, also, okay, wo finde ich im Außen Phänomene, die ich auch vom Körper her kenne? Und so stellte ich fest, Mensch, ja,
Wir haben also auf der einen Seite den Jahreslauf mit dieser Wärme, die von der Erdoberfläche kommt und immer mehr aufheizt und dann sozusagen in die Peripherie hineingeht und es dann erdnah kalt werden lässt. Und diese gleiche Geste, und darum geht es mir, diese gleiche Geste finden wir auch im Menschen im Tageslauf. Und so wie wir, und das ist ja jetzt nichts Neues, das haben auch schon viele Ärzte und Naturforscher auch vor mir schon gesagt, mit Sicherheit auch mein geliebter Goethe, der Morgen entspricht dem Frühjahr, die Mittagszeit dem Sommer und die Abendzeit dem Herbst und dann die Nachtzeit der winterlichen Ruhe. Ja, und was kann das Ganze für einen Sinn haben, solche Gedanken zu haben? Zunächst einmal sage ich mal ganz einfach, mir macht es Freude, solche Dinge zu entdecken und solche Beobachtungen anzustellen. Das ist für mich ein Grund für Freude. Aber es hat doch noch einen tieferen Sinn. In den letzten Videos haben wir ja gesprochen über spirituelle Zugänge zum Herzen. Und im Grunde, und darüber habe ich ja auch gesprochen, in dem vorletzten Video meine ich, dass ja eben auch dieses bewusste Mitgehen in dem Jahreslauf und im Tageslauf dazu führt, dass ich mich im Zusammenhang erlebe. Und so soll dieses Video auch noch mal dazu einladen, zu erkennen, aha, wir sind Teil eines großen Ganzen. Ja, also unsere Physiologie ist nicht abgekoppelt, sondern wir stehen drin in einem großen, ganzen kosmischen Orchestrierung. Und das sagte ich ja auch schon in meinen letzten Videos, da können wir so viel Unsinn machen auf der Erde hier, wie wir wollen. Das Ganze wird natürlich gestört und zerstört durch Krankheit und durch bestimmte Medikamente und so weiter. Und dennoch, die Naturgesetze zeigen sich immer wieder und schlussendlich müssen wir Menschen uns auch diesen Naturgesetzen auch beugen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass dem einen oder anderen diese kleine Naturbetrachtung helfen kann, ja, sich mehr beheimatet zu erleben und zu finden in der Welt. In diesem Sinne wünsche ich alles Liebe und Gute, dein Markus Peters, dein Herzerklärer.